Ich denke, wir müssen den Mut haben, als Theologen nicht über alles und jedes reden zu wollen, keinem falschen Aktualitätswahn hinterherzurennen, sondern wirklich mit den Themen, die unseren Glauben im Kern ausmachen, zu den Menschen zu gehen und ihnen diese Themen entsprechend aufzuschlüsseln. Rüdiger Lux wuchs in der ehemaligen DDR auf und studierte Theologie. Geistliche und ihre Angehörigen hatten es nicht so schwer wie andere Christen. Für die Pfarrer und ihre Kinder hat man häufig versucht, doch dann immer noch irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, weil man natürlich wusste, die Pfarrer haben Einfluss auf viele Menschen und so weiter, und mit denen wollte man es sich nicht unbedingt verderben. Aber die einfachen Gemeindemitglieder, die zum Beispiel die Jugendweihe verweigerten, die nicht in die Pioniere, die nicht in die FDJ gegangen sind, die den Wehrdienst verweigert hatten, die hatten es viel, viel schwerer als die Kinder von Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern oft. Heute ist Professor Lux Lehrstuhlinhaber für Exegese und Theologie des Alten Testaments an der Universität Leipzig. Der ehemalige Studentenpfarrer aus Jena doziert seit 1985. Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man es ein Leben lang mit jungen Leuten zu tun hat. Und dass diese jungen Leute, und das merkt man immer wieder, die gleichen Fragen stellen, mit denen man selber immer wieder aufgewachsen ist. Und dass man lernt, dass die Antworten, die wir uns damals gegeben haben, nicht unbedingt die Antworten für alle Zeiten sind. Sondern dass heute teilweise auch ganz andere Antworten vielleicht von den jungen Leuten erwartet werden und verlangt werden. Das heißt, man hört nicht auf zu lernen, man hört nicht auf, die Fragen, die alten Fragen zu stellen und nach neuen Antworten auf diese alten Fragen immer wieder zu suchen. Das ist das Schöne an diesem Beruf. Im Jahr 2009 übernahm Professor Lux das Amt des ersten Universitätspredigers und trägt seitdem die Verantwortung für die Universitätsgottesdienste, die an jedem Sonn- und Feiertag stattfinden. Die Begeisterung fürs Predigen weckte in ihm sein ehemaliger Dozent Professor Siegfried Wagner. Die Leidenschaft zum Predigen ist die gewesen, dass ich das Predigen immer als die kreative Seite meiner Tätigkeit auch als Wissenschaftler heute noch empfinde. Ich will nicht sagen, dass die Wissenschaft damit nicht kreativ ist, aber die Predigt gibt einem nochmal die Möglichkeit, in anderer Art und Weise kreativ zu werden. Die ihre Zeit im Lichte des Gebetes Jesu zu verstehen suchen. Die Texte wirklich zu verbinden, sowohl mit dem geistesgeschichtlichen Horizont, in dem wir heute stehen, als auch eben zu verbinden mit dem Glauben der Gemeinde, in der wir selber ja auch stehen und zu der wir gehören. Und dieser kreative Umgang mit den Texten, das, denke ich, ist eine Sache, die mir ungeheuer viel Freude macht und die mich auch leidenschaftlich gern nach wie vor predigen lässt. Eine gute Predigt entsteht für mich dann, wenn ich damit beginne, und damit beginne ich jede Predigtvorbereitung, dass ich mir zunächst nochmal den Text in der Ursprache gründlich anschaue und mir die Texte übersetze. Und damit ganz einfach mir auch den Klang des hebräischen oder auch des griechischen Predigttextes noch ins Ohr einspiele. Und schon beim Übersetzen manchmal gelingt es wirklich so, dass der Predigteinfall als solcher kommt. Da würde ich sagen, da beginnt dann schon der Heilige Geist zu wirken. Zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit hielt Professor Lux in der Nikolaikirche seine preisgekrönte Predigt, die aus drei fiktiven Briefen besteht. Er nannte sie Vaterunser-Briefe. Sie werfen durch ihren generationenübergreifenden Charakter einen Blick zurück auf die deutsch-deutsche Geschichte. Die Bedeutung des Vaterunsers zu erschließen, gleichsam vom Vaterunser her auch die Bedeutung dieser Geschichte, dieser Unheilsgeschichte, der deutschen Unheilsgeschichte zu erschließen, das war mir ein wichtiges Anliegen. Und dann die Frage zu stellen, welche Rolle wird das Vaterunser, dieses Gebet der Christenheit, in Zukunft spielen? In diesem Land, das mehrheitlich ein Land von Nichtchristen ist.